Mensch, Peter, jetzt haben wir schon so ein bisschen erfahren, dass es also offensichtlich auch gut sein kann, wenn man sich streitet. Zumindest wenn es produktiv und konstruktiv ist. Ja, wir kommen gleich da noch drauf. Ich will noch mal zwei Sätze. Vor 30 Jahren bist du nach Berlin gekommen. Und heute bist du einer der erfolgreichsten Sänger, Komponisten und Starproduzenten hier in der Hauptstadt und Macher des bald nur neuen Musicals Kudamm 56, das Ende November hier bei uns in Berlin Premiere haben wird. Ich freue mich so, dass du da bist und dass wir nachher auch was aus diesem bald Musical hören werden. Peter Plate. Ich freue mich. Also, im Grunde genommen kann man bei dir und Ulf ja sagen, wenn es den Mauerfall nicht gegeben hätte, dann würde es auch diese Art von Karriere, diese Musik gar nicht geben. Das stimmt tatsächlich, weil Ulf und ich haben uns kennengelernt bei seinem ersten Westbesuch. Also ich habe studiert in Braunschweig, Sozialpädagogik und habe aber natürlich schon immer Musik gemacht, aber ich habe mich einfach nicht getraut. Ja, ich dachte mal, wie macht man das dann, einen Schritt weiter zu gehen? Also ich habe eigentlich so meine Kassetten, damals hat man das auf Kassetten gemacht, für meinen Schuhkarton gemacht. Und Ulf wiederum hatte einen Studienplatz für Schauspiel in Leipzig und hatte ein Überbrückungsjahr. Und wir sahen uns, wir haben uns ineinander verliebt und sind nach Berlin gezogen. Das ist jetzt die schnelle Version. Das ist die schnelle Version. Da hake ich aber noch mal ein, weil du hast irgendwann mal gesagt, ja, der exotische Ostcharme hätte dich gepackt. Was ist ein exotischer? Wie exotisch ist Ostcharme? Was ist unter dem Ich Charme weiß zu nicht, verstehen? man redet ja viel schlimme Sachen so, aber das habe ich, glaube ich, nie auf Ulf bezogen. Der exotische Ostcharme. Nein, ich glaube, ich beziehe das mehr darauf, dass ich natürlich, wenn man verliebt ist, dann ist man ja total offen für alles sozusagen und sieht die ganze Welt so bunt. Und ich fand, das war ja genau zur Zeit, also die Mauer ist gefallen, wir haben uns kennengelernt und ich bin also ständig mit dem Zug nach Jena gefahren, von Braunschweig nach Jena und das dauerte damals dann so 8, 9 Stunden, glaube ich. Und ich fand die ganzen Gerüche anders, ich fand das alles ganz toll und ich fand die Brötchen, die waren mit echter Butter, wurden die Die sind gebacken auch und so. super. Ja, und insofern habe ich dann so eine kleine Ostmacke und die habe ich immer noch. Nicht das Schlechteste. Und du bist dann auch aus Liebe nach Berlin gezogen, nach Friedrichshain, glaube ich, bist du Genau, wir gezogen. sind in die Warschauer In Straße die Warschauer gezogen. Straße und deine Großeltern, Oma und Opa, die lebten in München und die haben das Ganze doch sehr unterstützt, indem sie sich auch um euch weiter kümmerten mit Westpaketen. Ja, tatsächlich. Also ich habe im Osten ein Westpaket bekommen nach dem Mauerfall, weil mein Großvater war natürlich oder meine Großeltern waren erstmal überhaupt nicht davon begeistert, dass ich jetzt sage, ich werde jetzt Musiker. Und dann haben sie aber gesagt, gib dir ein Jahr. Und dann habe ich immer 50 Mark im Monat bekommen fürs Nichtrauchen, obwohl die wussten, dass ich rauche. Und So müssen Großeltern sein. ja, genau, und Dahlmeier Prodomo-Kaffee und einen selbstgebackenen Kuchen und Socken. Kann man auch Und welche brauchen? ja, ja, also wirklich. Super. Und aber das Spannende war, aus dem einen Jahr wurden bestimmt 6 oder 7. Und sie haben dann einfach, ja, wirklich, also ich kann das sagen, sie haben immer an mich geglaubt. Und das war natürlich ganz toll. Das ist wirklich, ja. Aber ich glaube, nur so geht das auch. Eine Mutter, die an den Sohn glaubt, die Großeltern, die also in der Familie um einen rum, die an das, was vielleicht so abwegig erstmal klingen mag. Ja, ich möchte Musiker werden. Aber du hast dann auch sehr schnell Anna kennengelernt, Anna R. Und dass ihr dann auch sehr schnell zusammen ins Studio gegangen seid. Wie viel Rotkäppchen Sekt musste da fließen, dass ihr euch aufeinander, weil ihr kanntet euch ja auch nicht. Wir kannten uns tatsächlich gar nicht, aber gleich als wir ankamen, also Ulf und ich in Berlin. Also Rosenstolz, muss man mal für die wenigen, die es jetzt gerade nicht wissen, Anna R., Rosenstolz, die Erfolgsband. Ja, Anna und ich, wir kannten uns gar nicht, aber ein gemeinsamer Bekannter hat halt mich gefragt, Peter, was willst du denn hier in Berlin? Und ich meinte, ja, ich suche eine Sängerin und er meinte, er kennt eine. Und ich könnte die ja mal fragen. Und dann hat er halt unsere Adressen ausgetauscht und damals gab es ja kein Handy, es gab kein Telefon, gar nichts. Also wir haben uns erstmal, glaube ich, dreimal verpasst und dann bin ich ausgerüstet mit meiner besagten Kassette, mit einem Tape und einem Rotkäppchen an ihrer Tür, habe ich geklopft und Wirklich ja, mit wirklich? ja, und sie macht auf und sie lebte mit einem Hasen zusammen. Ah. Und Aha.
Und der war auch ganz süß. Na, schön. Ja. Und dann, der stand euch nicht im Weg. Nein, der stand nicht zwischen uns. Und wie das dann so ist, wir kamen ins Gespräch und ich hatte auf meiner Kassette natürlich, ich wollte ja in Wirklichkeit so deutsche Pet Shop Boys machen und oder Erasure oder so. Und während des Gesprächs sagte Anna, sie steht gar nicht so auf Popmusik und sie will eigentlich Jazzsängerin werden. Und sagte, das passt ja gar nicht. Aber und es passte dann doch. Nee, ich habe dann gefragt, wollen wir vielleicht zu mir gehen und Live-Musik machen. Da stand mein Keyboard rum und dann haben wir gleich am ersten Tag 2 Songs aufgenommen. Ja. Und das Irre ist, dass das wirklich eine, wir alle kennen die Karriere, wir alle lieben Rosenstolz. Frau Giffey freut sich wie Bolle, dass es gibt auch viele, die Rosenstolz nicht lieben. Das absolut. Ist auch völlig in Ordnung. Also. Genau, und das stimmt absolut. Aber nur das macht es ja nicht weniger spannend. Ja? Und deshalb macht es ja das am Ende so groß, weil wirklich diese Konzerte, die waren schon legendär. Alle haben mitgesungen, alle waren textsicher und es war irgendwie so ein Familienfest. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt hier, wir können gar nicht alle Hits aufzählen, aber wir wollten einmal reingucken. 2006 in Leipzig singt ihr und das war wirklich, glaube ich, eine ganz besondere Geschichte. Ich bin ich, ist auch ein ganz besonders großer Hit gewesen. Bitteschön. Denn ich würde würde es jetzt nach Franziska Giffey gehen, würdet ihr morgen wieder zusammen auf der Bühne stehen und sie wäre die erste oder in der ersten Reihe würde sie stehen. Aber es hat ja alles einen Grund gehabt, warum ihr dann auch aufgehört habt, aber auch ein großes Lampenfieber, und also das ist noch klein, glaube ich, ausgedrückt, aber ist es wirklich so, dass wenn du heute als Besucher auf ein Konzert gehst, dass du selber auch Lampenfieber hast? Ja, das ist völlig obskur. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wenn Sie zu einem Konzert gehen und man weiß, jetzt ist eigentlich Zeit, der Künstler muss jetzt auf die Bühne, wird es bei mir ganz komisch. Also das ist wirklich irre. Also ich das, weiß nicht. Aber das ist ja konditioniert. Ja, genau. Wahrscheinlich ist das konditioniert. Die einfachste sozusagen Art und Weise, wie man einem Menschen eigentlich etwas beibringt und was haften bleibt, was nicht gut ist. Das ist wie der Pavlovsche Hund, der immer zum Essen die Glocke bekommen hat und dann läutet man nur die Glocke, es gibt kein Essen und dem fließt das Wasser im Mund zusammen. Und wenn du sagst, du hast da so eine Panik gehabt, mit allen Sinnen spürst du den Moment und man kann, das ist ja auch bei Panikattacken oder so das Problem, das marschiert dann durch. Und je mehr man den Druck dagegen aufbauen will, desto schlimmer ist es eigentlich. Deswegen auch die Pferde mal durchgaloppieren lassen. Aber es ist halt enorm, es ist eine große Last. Ja. Ja. Und wenn du das jetzt siehst, spürst du dann was? Also spürst du dann auch diese Freude? Ich sag, bin ich dick geworden. Okay. Das sind wir doch alle jetzt in den letzten. Was? Okay. Sind wir doch alle in den letzten Monaten. Muss haben wir ja, das zugelegt. Ist, ja. Ne? Nein, die aber Zeit. Nee, aber wenn ich sehe, dass nee, ich habe ganz tolle Erinnerungen dran. Ne? Ich fand es super. Also ich habe jetzt kein, wie sagt man? Also ich hader damit nicht, aber ich muss sagen, als Mensch Peter, bin ich jetzt viel glücklicher. Also das ist schon wahr. Und das ist doch eigentlich das, um was es geht, dass man, ja. Umso älter man ja auch wird, seine Freiheiten sich nimmt, was man, oder ja, doch das dann auch lebt, was man leben möchte. Aber wobei ich das, wenn ich das sagen darf, wenn was Sie erzählen, also ich muss sagen, ich war natürlich als junger Mann kein Fan von Ihrer Musik, aber wenn das, was Sie erzählt haben und dass Sie mit 83 auf Tournee gehen, ich finde das so unfassbar toll, also das finde ich auch mutig, ja, und das ist auch ein Vorbild. Also das finde ich etwas ganz Tolles. Ich habe lustigerweise beim Taxifahren auch einen Taxifahrer getroffen. Der hat mir genau dieselbe Geschichte erzählt. Der war auch in ihrem Alter und meinte, ja, und dann hat meine Frau gesagt, geh wieder arbeiten. Und dann, jetzt fährt er wieder. Ne? Und ich finde das toll. Also das möchte ich auch. Ich will auch nie aufhören. Also. Ja, wir wünschen uns das auch, dass du nie aufhörst. Und für alle Rosenstolz-Fans, es gibt ein erstes Interview mit dir und Anna. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ich glaube, das erste Interview seit 10 Jahren oder sowas, jetzt auch anlässlich des 30-jährigen Bühnenjubiläums. Und das wird auf dem am 25.12. im MDR ausgestrahlt und natürlich auch in der ARD-Mediathek zu sehen. So, der liebe Peter, der musste sich das ja auch irgendwie erstmal, also da gab es die Westpakete, aber trotzdem musstest du ja dich auch irgendwie über Wasser halten und ein paar Jobs machen. Und das wusste ich selber noch gar nicht, dass du dann bei Udo Walz
Bei Udo Walz. Sehr wirklich investigativ. Ja, ja, sehr investigativ. Achtung, als Champoneur. Das kannte ich auch noch nicht, den Begriff gearbeitet haben. Das wusste ich auch nicht. Naja, es war. Ich kannte natürlich den auch nicht, weil ich hatte ja gerade frisch mein Studium geschmissen und ich brauchte irgendwie einen Job. Und habe jemanden kennengelernt, der meinte, bei Udo gibt es so Jobs, da kannst du Haare waschen und bringst dann die Gäste zum Platz und bringst dann Kaffee oder Tee. Und das kriege ich vielleicht hin. Und der hat mir auch gesagt, wie das heißt. Ich stelle mich also vor und sage, ich habe gehört, bei Ihnen, Sie suchen noch einen Champeur. Und da musste Irene am Tresen, die musste so über mich lachen, dass sie gesagt hat, ich hol mal den Udo. Und dann kam Udo und dann hatte ich den Job. Und dann hast du Frauen wie Inge Meisel da die Haare gewaschen. Ja. Nein. Für Inge Meisel war ich viel zu schlecht. Inge Meisel kam, aber das waren dann die Guten, die durften ihr. Aber Inge Meisel kam ja wirklich mit Intercity aus Hamburg nach Berlin, um sich die Locken machen zu lassen und ist dann mit den Lockenwicklern zurückgefahren. Und ich fand das toll. Ja, ich finde das immer noch toll. Wirklich mit Lockenwickler in den Zug. Ja. Guck mal, das alles lernst du, wenn du eine Musikerkarriere machst oder auch, ich nehme an, Schauspieler. Du wirst wahrscheinlich auch lustige Geschichten, Margarita, erlebt haben. Was hast du denn so gejobbt? In meinem Leben? Ja, so als Schauspielschülerin. Als Schauspielschülerin habe ich gar nicht gejobbt. Das war man von morgens bis abends beschäftigt. Aber vorher habe ich mal in einer Marmeladenfabrik. Mhm. Es war schrecklich. Also seitdem habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu Marmeladen. Oh nee. Ja, und halt gekellnert und so. Aber der Job, den finde ich natürlich auch ziemlich cool. Also Champeur. Aus dem Champeur ist ja was da tatsächlich dann geworden. Ja, und vor allem was, also du und Ulf Leo Sommer, das ist wirklich ein, ich finde, kongeniales Team. Und wir haben es ja schon vorhin gehört, wenn man also Hits haben will, offensichtlich rennen dann die Leute zu euch. Mhm. Und wenn ihr zusammen schreibt, wie schreibt ihr zusammen? Also ihr schreibt es ja nicht auf Noten auf, sondern singt ihr euch das gegenseitig vor oder wie macht ihr das? Die großen Hits. Naja, das ist meistens sitze ich zum Beispiel am Klavier und dann momentan, ich erzähle mal, wie wir es jetzt machen, ja, dann sitzt da Joshi, das ist ein toller Co-Produzent und Mitschreiber, der sitzt an seiner Gitarre und dann hämmern wir irgendwelche Harmonien so vor uns hin und dann fangen wir, eigentlich sind Ulf und ich so wie Whitney Houston, Mariah Carey, nur haben wir nicht diese Stimmen. Sehr bescheiden. Und, also wie mit diesen Haarbürsten, ja, also wir denken uns immer Melodien aus, also wie so ein Battle und immer der die bessere am Wickel hat, darauf muss der andere sich dann stürzen und dann führen wir das so weiter, wie so ein Faden. Und das kommt dabei raus, das sind alles Songs von Peter und Ulf, die wir jetzt hier mal zusammengefasst hören. Mir geht's gut, wo ich bin. Die Sonne scheint, Wolken ziehen. Der perfekte Moment wird heute verpennt. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. 36 Grad, kein Ventilator. Das Leben kommt mir gar nicht hart vor. Denn immer, wenn ich in deine Augen seh, weiß ich, Liebe kann uns retten, uns befreien von allen Ketten. Finde ich gut. So von bis und also, ja. Was für eine Bandbreite, ne? Ja, wobei ich dazu echt sagen möchte, dass natürlich mit den meisten Kollegen, wir schreiben zusammen, ne? Also was ist echt, eine Sarah kommt und sagt, lass uns doch mal darüber schreiben oder Max. Und das ist es eigentlich, was ich am meisten liebe an unserem Beruf, dass man sich auf die Menschen so einstellen kann. Und ich ärgere dann wiederum die Künstler und sage, kein Leben ist interessant genug für eine CD. Und also das so eine Reibung irgendwie, dass man das... Also mein Traum ist eigentlich immer, einen Song zu schreiben. Ich weiß, du willst was sagen, Kim, aber ich höre jetzt nicht mal auf zu reden. Alles klar. Du, ich sagte nur, deine Musiker haben sie schon hinten aufgebaut. Aber red du mal weiter.
Ich bin jetzt still. Was? Oh nein, nein, so meinte ich das nicht. So schnell geht das. Aber darf ich noch was zu Kudamm sagen? Und das meine ich eben. Ja. Ich wollte, deshalb brenne ich schon. Ich will unbedingt über das neue Musical, was jetzt kommen wird. Nach der Erfolgsreihe Kudamm 56, 59, ich weiß nicht, was da alles gab an Jahreszahlen, aber das war wahnsinnig erfolgreich mit Claudia Michelsen unter anderem. Und ihr, das gibt es jetzt als Musical im Theater des Westens hier in Berlin, geht es los im November. Und ihr habt die Musik dazu geschrieben, du und Ulf. Mhm. Warum ist das für euch so wichtig, diese Produktion? Das fand ich ganz toll, was Sie vorhin gesagt hatten. Also dieses, es ist uns wirklich zugeflogen, weil wir diese Serie so geliebt haben, also so die jungen Leute sagen ja, gesuchtet haben. Und als wir dann gefragt wurden, habt ihr Lust daraus, also mitzuarbeiten, daraus ein Musical zu machen, wir haben sofort ja gesagt, weil das ist einfach so eine tolle Geschichte. Es ist ein, muss man wirklich sagen, es ist so Berlin-mäßig, es ist ein auf die Knie fallen vor den Frauen, die in den 50er Jahren Berlin wieder aufgebaut haben. Das muss man wirklich mal sagen. Es ist wirklich eine Geschichte, die den Frauen dankt, die das wieder aufgebaut haben, aber gleichzeitig natürlich verpackt so, dass der Zuschauer zwar was lernt, aber auch wirklich lachen kann und es geht ans Herz. Ich muss noch den einen Satz sagen, dass auch Homosexualität war völlig verboten in 50er Jahren. Du hast keine Wohnung zusammengekriegt, gar nichts. Und viele, die vielleicht nicht den sozialen Background hatten oder so, dachten wirklich, sie sind krank. Es galt als Krankheit. Und das ist alles so. Ich bin halt so dankbar, dass ich Teil sein durfte bei so einer Serie oder in dem Fall dem Musical, das mitzuerzählen. Und wir konzentrieren uns in unserem Musical. Die Geschichte ist ja von Annette Hess auf die Jahre tatsächlich auf 1956. Dankeschön, Peter Plate. Dankeschön. Dankeschön.